Recht herzlich willkommen zur 85. Folge von Avorion. Ja, jetzt ist die Frage, sind wir alleine oder kommt doch noch wer hinterher? Ne? Wir sind oben im roten Bereich, das ist so. Wir müssen mal gerade gucken, ob wir wenigstens hier unser Schiff jetzt reparieren können. Du benötigst Eisen, okay, wir haben zu wenig Rohstoffe, das ist schlecht. Interessanterweise, früher konnte man hier im Hintergrund noch sehen, da hat sich irgendwas beim Update geändert. Dass man jetzt den Hintergrund nicht mehr sieht. Aber vielleicht habe ich auch irgendwo einen Haken gesetzt. Das könnte auch sein, weiß ich jetzt nicht. So, wir haben keine Verfolger zurzeit. Wir müssten mal gucken, dass wir irgendwo hinspringen. Ich weiß aber noch nicht wo. Da oben ist ein Notruf. Wo ist das Zentrum? In die Richtung. Also wird es da eigentlich ernster. Vielleicht sollten wir mehr in diese Richtung springen mal. Die sind gut. Ja, ist die Frage, was wo ist, ne? Rein theoretisch würde ich gerne in diese Richtung mal schauen. Gut, machen wir das mal einfach einen Sprung dahin und gucken, dass wir uns dahin ausrichten. Also die Drohne, die wir haben, die ist, na, die Drohne, der Miner, der ist permanent und ständig am Arbeiten. Sehr interessant. Dann sind wir rübergesprungen. Ja. Und die Frage. Ah, hier oben ist auch noch was. Da ist ein Asteroid. Ressourcendepot, Handels, Reparaturdock. Da haben wir nix. Ölraffinerie. So, das würde bedeuten, wenn wir da oben den Asteroiden besiedeln, können wir unser Öl da in der Raffinerie loswerden. Da, ne? Ja, komm, wir machen mal da hin. Fliegen da erstmal hin. Beziehungsweise springen da hin. Und war Sprungroute noch nicht berechnet. So, jetzt aber. So, jetzt sind wir hier. Da gibt es einige Dinge zu erledigen. Was haben die? Ressourcenknappheit, 50 Kohle. Dahinter ist noch was. Pflanzenfarm. 100 Wasser. Fleischfabrik. 66 Vieh, okay. Gucken wir gerade nochmal hier auf die Karte. Da ist auch noch was. Was haben die für uns? Oder was ist da? 150 Energiezellen? Nee. Ist auch nicht. Weiter rauszoomen. Da unten ist noch eine Station. Das ist die Ölraffinerie. Was möchten die denn? 100 Rohöl. Okay. Wer war das? Plastikhersteller. Die hatten die Energiezellen, ne, oder? Das war die Ölraffinerie. Fleischfabrik hatten wir auch schon. Stahlfabrik weiß ich jetzt nicht. Ja, die Stahlfabrik war wahrscheinlich die 50 Kohle, also die hatten wir auch schon. So, mal weiter raus. Dann haben wir hier noch zwei Dinge. Pflanzenfarm. Ich glaube, wir hatten dann alles hier in diesem Sektor. Hier gibt es, wie gesagt, natürlich unsere Ölraffinerie. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo. Da ist er. Wo wir dann vielleicht abliefern könnten, ne? Hier sind ein paar kaputte Schiffe noch rumfliegend. Wrack. Ja, ich glaube, die Dinger kommen nicht nach, diese netten Herrschaften aus den letzten Sektoren. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, welcher wo sitzt. Der Bergbau, der Dreier ist der Abracker, okay. Das heißt, 1 und 2 mal ausmachen und mit 3 arbeiten.
wenn wir da nah genug dran sind. Okay, da geht was. Vielleicht können wir da gleich noch ein Bauteil kriegen. Brauchen wir auch noch Eisen und so, um unser Schiff zu reparieren, ne? Das kriegen wir jetzt hier vielleicht auch noch mit. Okay. Weiß nicht, wie viel wir brauchten. Müssen wir gleich mal gucken. Oh, da habe ich mich jetzt über verschrocken. Wie immer, wenn es knallt, erschreckt man sich. Nochmal. Titan war da wohl auch dran. Ne? Bauteile haben wir nicht rausgekriegt. Oder geschützt oder irgendwie sowas. Gibt es noch ein paar Credits hier einzusammeln? Dann können wir da noch was, aber wir können auch mal gerade gucken, ob das Bauen jetzt schon geht. Beziehungsweise reparieren. Hat wohl funktioniert, oder? Schiff ist wohl heile. Okay. So, jetzt ist nur zu überlegen. Ach so, da müssen wir anklicken. Und dann können wir auch abbauen, aber da müssen wir noch ein bisschen näher ran. Erster Schuss, gleich ein Knall. Okay, hier knallt es öfter. Da gibt es auch ein Bauteil. In Blau. Ich glaube, das Abbauen ist effektiver geworden, kann das sein? Ist ein bisschen revolutioniert worden. Und die Effekte sind darauf besser. Ja, sieht auf jeden Fall schicker aus. Ich glaube, ich hole mal besser das Bauteil da erst rein. Nicht, dass es nachher weg ist. Ach, da ist ein Geschützturm auch noch angeflogen. Okay. Was war das? C43-Detektor. Sehr interessant. In Blau. Da ist der nächste. Was ist das? Antriebsupgrade. Okay. Okay. Bauen wir gerade noch ein bisschen ab. Oh. Ja, ist natürlich langwierig wieder, ne? Ich glaube, unser Schiff, das wäre der Miner, der ist jetzt gerade im Sektor unterwegs, im nächsten, naja, jetzt sammelt er wieder. Okay. Abbauen wie immer, schäbig. Vielleicht sollte man da auch einen Miner für einsetzen, also ein Schiff, was man dafür baut. Das Wracker, Abwracker wäre es dann. Und dann
hat es wieder einen Knall gegeben, ne? Okay, da kann er noch nicht mal dran, ne? Sehr schön. Den Container kriegen wir auch nicht. Müssen wir zurückfliegen. Oh, Knall und weg. So, und dann ist da das nächste Schiff zum Abbauen. Wenn wir es denn abbauen wollen noch, aber so ein paar Teile sind ja ganz lieb und nett, die man kriegen kann, ne? Wieso geht der nicht? Nicht so weit weg? Eigentlich nicht, oder? Da haben wir ein Handelssystem gerade gekriegt. Ja. Knallt ganz gut. Ja, und sammeln wir noch ein bisschen ein gerade. Ja. Das Einzige geht um die Bauteile eigentlich, ne? Der Rest ist eigentlich so schnuppe egal, aber du musst alles kaputt machen, damit du an die Bauteile kommst, ne? Jetzt kann er hier noch nicht mal nicht ausgewählt, genau so ist es. Ist so ein bisschen doof. So, das Teil ist auch weg. Ja, lass den Schrott da. Wir haben 7 Millionen. Lass uns jetzt gucken, dass wir zu dem Asteroiden kommen. Und da dann das Dingens bauen. Wie heißt es? Das war jetzt falsch. Die Karte brauchen wir. Dahin. Den Asteroiden bekommen und dann weiterschauen, ne? Wo ist denn hier noch ein Blips? Da ist einer. Da ist wahrscheinlich schon der nächste da, ne? Fliegen wir da mal hin. Da geht's lang dann. Sprung wird berechnet. Ist berechnet und los. Okay. Solarkraftwerk gibt es hier. Gaskollektor, da ist ein Tor. Solarkraftwerke gibt es hier mehrere. Machen wir hier dann so das Ganze. Dann können wir hier mal Solarkraftwerk. Gaskollektor, da ist ein Schiff. Solarkraftwerk. Solarkraftwerk. Gaskollektor und das andere sind Schiffe da, ne? Gut, gibt es hier irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht, sonst würde es unser System hier anzeigen. Bedeutet Karte. Ja, ein Feld daneben, ne? Geht's weiter. Auch schön. Ja, hier ist noch ein unbekanntes verstecktes Messwassersignal. Bringt uns jetzt auch nicht weiter, ne? Ja, was machen wir jetzt? Da kommen wir nicht direkt hin. Komm, wir machen mal einmal hier noch. Oder auf in Richtung Ziel. Wir wollen unsere Ölmine da haben, wie man sie auch immer nennt.
Route berechnet. Wir sind da. Und springen jetzt noch ein Feld weiter. Guck mal, da ist jetzt ein gelber Blips angezeigt. Und da auch. Dann wäre ich doch eben dahin gesprungen. Ne? Naja, die Reichweite für die gelben Blips ist wahrscheinlich nicht so groß. Hyperraumantrieb noch 15 Sekunden. Läuft, ne? Vier Sekunden, drei, zwei, eins, go. Ja, da oben steht's, ne? Wir sollen schön auf die Schurken aufpassen, die auf schwache Schiffe reagieren. So. Wertvolles Objekt gefunden. Ist die Frage, wo es ist, ne? Eigentlich da, oder was? Fliegen wir mal die Richtung. Okay. Auswählen. Da ist es. Geheimversteck. Interagieren. Dann müssen wir noch näher ran. Jetzt geht's. Öffnen. Da gab es jetzt einen Doppel-Tesla-Geschützturm, der richtig Schaden macht. Und ein Schildbooster. Okay. Das ist ja schon mal was, ne? Und irgendwo hier ist unser Asteroid noch. Keine Ahnung, wo müssen wir jetzt suchen. Da oben auch noch was. Fliegen wir da mal hin. Ja, weiß ich jetzt nicht. Da wäre auch noch was. Ach, das ist ja der, wo wir gerade wegkommen wahrscheinlich. Fliegen wir da jetzt mal gerade vorbei. Das wertvolle Objekt, ich weiß nicht, ob das noch angezeigt wird, weil wir haben ja jetzt definitiv das eine aufgesammelt, ne? Ah, kein Versteck. Fliegen wir doch da auch nochmal vorbei, oder? Okay. Da kann man auswählen, aber... Das hatten wir sonst nicht, ne? Muss man näher ran. Und CD Subraumsignale, alles klar. Dann öffnen wir das noch schnell. Haben hier noch Doppel-Tesla-Geschützturm, der ist noch kräftiger. Doppel-Laser-Geschützturm, wow. Dann lass uns mal schnell noch was umbauen, würde ich sagen. Ach, wir haben nicht genügend Slots frei, alles klar. Dann müssen wir natürlich erstmal hier was wegmachen, ne? Abwracker, Kanone entfernen und den hinbauen. So, jetzt ist es nicht mehr rot, jetzt ist es anders geworden. So, dann nochmal gucken. Das ist die 1. Vielleicht sollten wir den Abwracker runternehmen noch.
Das war der. Und dann noch die zweite Waffe reinsetzen, wenn wir die dann haben. Das war Doppel-Tesla-Geschützturm, Doppelmaschinen-Geschützturm. Verbraucht Energie, okay. Der nix. Vielleicht ist der dann besser. Gucken wir mal, ne? Zack. Nee, nicht genügend Slots frei für bewaffneten Geschützturm. Ist der so groß? Das ist schade, ne? Dann bedeutet das, wir nehmen mal den und gucken, ob der dann geht. Der geht. Dann das P mal. Und der kriegt auch die 1. Und dann aus dem Baumodus mal raus. Oh, gut. Ein Stück weiter geflogen mal. Und dann machen wir mal die 1 an, oder? Oh. Dies ist ja jetzt krass gerade gewesen, ne? Wo arbeitet der hin? Okay. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Ah, jetzt ist das Ziel bekannt dann. Wer ist das? Das sind die Xoltan. Joe. Ich weiß jetzt nicht, ob wir mit denen was haben wollen. Ich glaube eher nicht. Aber wir müssten jetzt mal gerade auch nach unserem Ding gucken. Wie heißt es? Nach unserer Station. Ich weiß nicht, ob die uns angreifen. Eigentlich sind die uns jetzt nicht unbedingt negativ gesonnen, oder? Da ist ein Schiff. Da oben sind die Xoltan. Kommen die auf uns zu? Nein, die entfernen sich sogar. Ja. Jetzt müssen wir unseren Asteroiden nur finden. Und wenn wir den gefunden haben, ja, dann müssen wir da mal hinfliegen, ne? Hier war er wohl nicht. Was war das? Nee. Das ist er auch nicht. Müsste man ja eigentlich sofort erkennen, ne? Da ist, glaube ich, das Geheimversteck, oder? Ja. So, wo gibt es hier noch Asteroiden? Wahrscheinlich dann mehr hier, oder? War das jetzt auf uns? Nee, ne? Das ist jetzt hier ein Schwerlastfrachter, den die angreifen, okay. Wenn wir jetzt mal den Dingens finden würden, ich glaube, da ist er. Jupp, und dann müssen wir den jetzt ins Visier nehmen und dann dahin fliegen. Gut, okay, aus der Karte raus, das Ziel gesucht. Ist da oben, aber ich würde auch sagen, wir machen hier erstmal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!